Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir das erste Mal den sechsten Palast betreten als, ja, kleine Einführung halt. Heute geht's dann richtig damit los, allerdings vorher haben wir noch einen Abend Zeit, nicht wahr? Wie gesagt, wie angekündigt in Mementos, habt ihr Requests erledigt und so weiter und so fort. Eine ganze Menge tatsächlich, ich glaube auch von ihr. Ich glaube, da ging's auch nicht weiter, weil ich eine Request machen musste. Das ist nämlich super, dann können wir jetzt das direkt noch machen. Ja, ich habe das jetzt auch freigeschaltet übrigens, sollte vielleicht auch mal erklären. Wenn man Kawakamis Confidor beendet hat, kann man von ihr Massagen bekommen, damit man, wenn man im Mementos oder allgemein in einem Palast war, am Abend trotzdem noch was machen kann, weil man dann wieder entspannt ist und so weiter, dann kann man noch rausgehen, ja, genau. Ja, guck mal, Rassan, ich habe mich schon gefreut, dich zu sehen. Der Vorsitzende hat sich gestellt. Es war sogar in den Nachrichten. Oh, ich hatte keine, ich weiß. Ich habe nichts anderes erwartet. Und es ging alles so schnell. Er hat alle seine Verbrechen gestanden. Die Polizei hat mich befragt, aber sie sind zu dem Schluss gekommen, dass ich unschuldig bin. Der Vorsitzende übernimmt die volle Verantwortung und hat gestanden, alle manipuliert zu haben. Ach, und manche sagen, sie haben wegen meiner Tipps aufgehört, die heiligen Steine zu verwenden. Das ist eine sehr gute Nachricht tatsächlich. Und zwar genau die Kunden, bei denen du mit dabei warst, Rassan. Ist alles ein positiver Einfluss. Absolut, glaube ich. War ich nicht nur bei zwei Kunden dabei? Na gut, meinetwegen. Weißt du, das habe ich bei meinen Prophezeiungen nie als möglichen Ausgang gesehen. Nicht nur das Schicksal der VGM-Mitglieder hat sie verbessert, sondern auch mein eigenes. Es ist, als wäre der Fluch, der mich verfolgt, seit das Dorf mich Monster genannt hat, aufgehoben. Ja, das ist wirklich Glück, oder weil du so stark bist. Es hat natürlich mit dir zu tun, mit deiner eigenen Überzeugung und so weiter und so fort. Es ist ja nicht, hat nichts mit Schicksal oder so einen Scheiß zu tun, ja? Ja, ich weiß noch. Eine starke Überzeugung ist der einzige Weg, das Schicksal zu verändern. Richtig, vollkommen richtig. Du verstehst das. Meine Weissagung hat gesagt, ich würde mein Ziel mit Hilfe des Tricksters erreichen. Aber ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Es ist wirklich rätselhaft. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Trickster sein soll. Und die VGM ist erledigt. Niemand wird mehr betrogen werden. Oh, mir ist gerade etwas klar geworden. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, der Vorsitzende wusste, dass ich ausgerissen war? Naja, ich bin mit Gepäck durch die Stadt geirrt. Das hätte sich jeder zusammenreimen können. Ich wusste es. Ich weiß, wie anfällig ich damals war, aber wie konnte ich ihm je glauben, dass er ein Medium ist? Aber manche Männer wissen eben einfach, wie eine Frau verletzlich ist. Ja, das lernen viele, I guess. Bist du auch einer von diesen Männern, Rassan? Ja. Also schon im Spiel, schon ein bisschen manchmal. Ehrlich gesagt, will ich noch über etwas anderes als den Vorsitzenden von mit dir reden. Ich meine, wir sind unfassbar manipulativ. Wie gesagt, wir versuchen ja immer nur das zu sagen, was die Leute hören wollen und nicht, was wir persönlich denken über die anderen Leute. Also würde ich sagen, wir fallen genau in diese Kategorie, oder? Eigentlich. Auch wenn wir damit jetzt nichts Böses vorhaben unbedingt, ne? Nur den Confidor zu steigern halt. Ist das peinlich. Rassan, hast du Interesse an älteren Frauen? Nein, aber hallo, ja eigentlich schon. Ich meinte aber nicht dich. Ich meine, wie interessant. Oh, tut mir leid. Wenn wir Zeit für so unsinnige Gespräche haben, haben wir auch Zeit für Prophezeiungen, oder? Ja. Wie schön. Ist immer ein wichtiges Thema, Das Thema kam auch in Trails of Good Steel öfters auf. Da habe ich auch Ja gesagt. Hat das auch einen guten Grund, dass ich Ja gesagt habe. Aber ich muss jetzt einfach allgemein Ja sagen, weil das ja sonst... Das wäre ja sonst gelogen jetzt, ne? Im Hinblick auf Trails of Good Steel zum Beispiel. Löst einen Fusionsalarm aus und erhöht die Alarmchance bis zu Ende des Tages. Okay. Alright. Das heißt, es muss aber auch eine veränderte oder neue Fähigkeit sein, oder? Weil ich meine, den Fusionsalarm gab es ja damals noch gar nicht. Na gut. Vorsitzender hat sich zwar gestellt, aber manche Dinge sind noch ungeklärt. Vor allem wissen die anderen Mitglieder der VGM immer noch nicht genau, was los ist. Ich muss einiges erklären. Ihr meint, es ist auch so meine Schuld. Der wahre Kampf beginnt erst. Es wird schon spät. Ich mache heute Schluss. Goodbye. Ja, gut. Aber haben wir, denke ich, das Schlimmste überstanden. Ich denke mal, die beiden letzten Ränge sind halt einfach nur die Auswahl. Will ich sie als Romance-Option haben oder nicht? Und natürlich werde ich sie nicht als Romance-Option nehmen. Tut mir leid, ich mag sie mehr, als ich erwartet hätte. Aber nee, trotzdem nee. Ich bin nur ein Landei, das von zu Hause abgehauen ist. Das kann ich schon erreichen. Und dann ist es mir klar geworden.
Ich hätte einfach vor dem Vorsitzenden weglaufen können, so wie ich es damals getan habe. Aber das habe ich nicht getan. Ich bin standhaft geblieben. Das habe ich deinem Einfluss zu verdanken. Das ist komplett dein Verdienst. Unsinn, so ein starker Mensch bin ich nicht. Ich bin nur so weit gekommen, weil ich dich an meiner Seite hatte. Mit anderen Worten, ich denke, das war alles Teil unseres Schicksals. Nein, nein, kein Teil des Schicksals, es gibt kein Schicksal. Mensch. So. Ich helfe dir natürlich weiterhin, keine Sorge. So, ich gehe jetzt, glaube ich, noch einkaufen, vielleicht? Und dann sehen wir uns, denke ich, auf dem Weg zum Palast wieder. Okay, gut, habe jetzt nicht so viel gekauft, aber kriegen wir schon hin. Da mache ich dann, wenn dann von dem Bosskampf nochmal, den ich ja diesmal hoffentlich auch noch auf normal schaffe. Also, wäre wünschenswert, aber ja, wird schon passen. Ich habe schon auch Personas zusammengefused wieder, als ich im Mentos war. Also, alles ist meiner Meinung nach soweit erledigt. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder durch denselben Eingang erstmal rein, ne? Ich glaube, einen anderen Eingang gibt es, glaube ich, gar nicht. Und diesmal können wir vielleicht irgendwo anders abbiegen oder so. Ne, wobei. Das war ja gar nicht das Problem. Das Problem war ja nur, dass wir beim jetzt mal. Ja. Ist okay, wir. Plötzlich eine Karte vor uns auf dem Boden des Hauptsaals liegt. Also. Ich weiß ja nicht. Wer weiß warum. Das erkläre ich später. Wir müssen jetzt unbedingt einen Eingang finden. Okay, dann müssen wir in den Raum dahinter gehen. Ja, genau. Da war ja auch eine Tür, wo dann der Gegner davor aufgetaucht ist. Ich erinnere mich. Rennen wir erstmal da wieder hin. Ich entschuldige mich mal eben dafür, dass die letzten zwei Tage keine Parts kamen. Es ging nicht so gut. Ich bin auch heute wieder unfassbar müde. Also auch jetzt noch, während ich das hier aufnehme gerade. Sehr, sehr müde. Ich weiß nicht, aktuell, weiß ich nicht, ist nicht so meine Zeit. Bitte hör auf. Danke. Ich weiß nicht warum. Also, auch das fängt sich mal wieder. Ich nehme trotzdem mal eine Folge auf, weil ich jetzt nicht noch eine Folge ausfallen lassen wollte. Na, ist offensichtlich warum und so. Aber. Ja, ich entschuldige mich also, falls ich müde wirke. Vielleicht fällt es ja auch gar nicht auf. Aber trotzdem, ich entschuldige mich gerne, um sicher zu gehen. Ach, und hier ist ja sogar ein Safe Room. Ja, gehen wir kurz rein. Nur, um dann die Schnellreisemöglichkeit zu haben. Cause why not? Und das Speichern finde ich auch nicht schlecht. Warum haben wir schon gerade 20% gehabt? Stand doch da, oder? Wurde doch gar nicht entdeckt. Ich bin nicht mal an einem Gegner vorbeigelaufen. Also doch, da oben war einer, aber gut, lass mich in Ruhe. Also, gucken wir mal. Ach, ist vielleicht die Tür da hinten gemeint gewesen? Wir werden es gleich sehen. Wir werden auch gleich mal sehen. Jetzt sind die Prozente gerechtfertigt. Okay, ich bin jetzt mal drauf vorbeigerannt. Lass mich in Ruhe. Da scheint das Hinterzimmer zu sein, das hast du gut erkannt. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir was Nützliches. So ein Terminal für Kundenkarten. Ah. Gut, und das kann Futaba dann vielleicht ein bisschen hacken. Das ist ihre Hauptfähigkeit. Und ja, das sieht alles schon ein bisschen aus wie das, was wir auch im Prolog schon gesehen haben, würde ich behaupten. Sind wir auch durch so Gänge voller Sticker gerannt, kurzzeitig. Ja. Also mal erstmal gucken, was gibt es überhaupt an Gegnern? Okay, Grabeskrieger. Ach, ich muss doch gleich mal die Party, glaube ich, austauschen. Wobei, ich glaube, das ist die Party, für die ich gerade Ausrüstung gekauft habe, ein bisschen. Ich habe vor allem die Schusswaffe upgraded mal wieder. Ja, machen jetzt eigentlich nicht schlecht Schaden. Also das war jetzt nicht unbedingt ihre Schwäche, was sie resistent gegen ist blöd, ne? Aber selbst so hat das auch irgendwie noch halbwegs Schaden gemacht. Von daher, beschweren kann ich mich nicht. Aha. Ja, waff dich ruhig, du kommst eh nicht mehr zum Zug, also weiß nicht, warum du dir die Hoffnung jetzt gerade machst. Oh, das wurde geblockt, was? Wie? Achso, Konterangriff, okay, ja, gut. Da kann ich wohl nichts gegen sagen. Eis? Das blockst du auch? Okay, schade. Dunkelheit? Wir beginnen die Möglichkeiten aus. Ist das vielleicht das von dir und Makoto? Bitte? Ja, sehr schön. Ich muss auch direkt zu sehen. Und die Kamera noch kaputtgeschlagen. Bam! Okay, das ist sehr cute. Eben weil es so gar nicht zu denen passt. Also eigentlich schon. Also das ist ja das Ding. Die sind beides übelst cute Charaktere. Vor allem Haruka natürlich, aber auch Makoto würde ich eher als cute bezeichnen jetzt, ne? Schon. So von der Persönlichkeit her ist sie auch eher ruhig und zurückhaltend und sozial inkompetent meistens.
keine Ahnung, würde ich jetzt so bezeichnen irgendwie. Auch, ich weiß nicht, es ist schwer zu erklären, was genau ich von ihr denke, von der Persönlichkeit her. Es ist nicht ganz so simpel. Ja, lass es dabei. Ja, aber jedenfalls, wenn man sich dann deren Phantom-Dieb-Kleidung anguckt, dann passt es halt wieder total sowas in die Richtung. Halt, die dann doch eher krass sind beide, plötzlich. Das ist genau das Gegenteil von ihrer normalen Art, genau, okay. Ja, es ist auch seltsam. Du bist aber gegen Feuer anfällig, das weiß ich jetzt zum Glück. Das ist gut zu wissen. Ja, was machen wir? Wir wissen auch gar nicht, ob wir dagegen anfällig sind, dann machen wir jetzt mal aus. Waren sie übrigens nicht. So, Feuer. Verbrenne. Ah, noch nicht, aber gehen wir nochmal direkt drauf. Bam. Die Achse am besten hoch, alle. Ah, okay, fast. Jetzt aber... Ich finde immer noch eine coole Mechanik, dass es jetzt so Bombengegner gibt. Also, ich lobe das zu selten. Es ist halt auch keine großartige Sache eigentlich, ne? Aber ich finde es aber cool. Auch fand ich gerade cool, dass man... Okay, zeige ich vielleicht nochmal, wenn wir wieder im Kampf sind. Es sah gerade ganz schön aus, wie da so Rohre im Hintergrund waren, wo Chips durchgeflogen sind. Also so Spielchips, nicht die zum Essen, nicht die für Computer oder so, sondern so, ne? Pokerchips, genau so nennt man die. Muss ja nicht Poker sein, ne? Kann man die auch für andere Spiele verwenden? Ich bin kein Experte. Ich kenne mich doch nicht mit solchen Spielen aus. Schlüsselkarte, ja, die braucht man wohl. Da hast du wohl vollkommen recht. Weiß nicht, warum ich mir überhaupt angeguckt habe. Ist hier überhaupt noch was? Hallo? Bin ich hier etwa falsch, Spiel? Bin ich hier etwa wirklich falsch gelandet? Will ich hier noch gar nichts? Das ist ja ein bisschen deprimierend gerade. Warum sind hier auch so viele leere Räume einfach? Und ja, da ist ein kleiner Mini-Boss, ha? Huh? I get it, machen wir ihn fertig. Drauf da! Oh ja, und euch erinnere ich mich auch noch. Die kommen mir noch öfters vor, glaube ich. Kommen mir, glaube ich, noch öfters vor, später im Dungeon. Mitternachtskönigin. Na gut, fang an. Okay, die sind jetzt nicht so stark erstmal, ne? Also was die Leben angeht zumindest. Ich kann auch eure Verteidigung noch senken. Machen wir es uns noch leichter. Und versuchen zumindest. Licht. Bei der Mitternacht ist halt Nacht, ist dunkel, ne? Und deswegen dachte ich, okay. Ja, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Psio. Nein, auch nicht. Aber ja, wie gesagt, Leben sind nicht vorhanden. Die sind gleich schon weg eigentlich wieder. Wow. Oh, technischen Schaden kann ich machen. Immerhin das. War nicht nötig, aber vielleicht bekomme ich dafür noch einen Zug. Ich verstehe nicht so ganz, nachdem man manchmal noch Züge bekommt nach technischen Schaden, aber manchmal auch nicht. Aber physische Schaden hätte auch vollkommen gereicht für den Kampf. Ich merke schon. Ja, gut. Also, das Ding ist, ich erinnere mich an diesen Kampf. Ich erinnere mich halt an diese Treppe. Und dass hier hinten hinter Miniboss war, daran erinnere ich mich noch von damals. Und ich weiß, dass ich bei diesem Kampf gestorben bin damals. Also, wie? Oder war das ein anderer Kampf jetzt? Und es gibt auch mehrere Treppen, wo Minibosse drüber stehen. In diesem Dungeon. Wenn ja, oh, ich freue mich, aber... Ich habe das Gefühl, dass das Spiel auch leichter geworden ist, im Gegensatz zu damals. Und das nicht nur daran liegt, dass ich besser bin. Ich meine, ich bin nicht gut. Das ist halt das Ding. Was? Also, ich meine, das sind noch mehr... Wenn das mal nicht stark bewacht ist, damit schreien sie einem ja schon förmlich ins Gesicht, dass da etwas ganz Wichtiges versteckt ist. Ja, dann... Ja, gehen wir doch rein. Vielleicht ist es doch dieser Kampf gewesen, bei dem ich verkackt habe. Vielleicht gibt es ja noch... Oh, hätte mich heilen sollen vorher. Okay, das ist jetzt auch nichts Schlimmes hier. Okay, ja. Es ging Dunkelheit anfällig, ja. Aber hatten wir jetzt schon Nuklear hier ausgetestet? Ja, was haben wir noch nicht ausgetestet? Licht? Ja, Licht, Wind, Blitz, Feuer, physischer Schaden haben wir noch nicht ausgetestet. Machen wir es mal. Was nicht übrigens. Ich sollte wirklich Leute fast sterben lassen, gerade mal durch physischen Schaden, den ich mache. Ich kann den technischen Schaden machen. Ich weiß ja nicht, ob du gegen Blitz anfällig bist, ne? Technisch zumindest, ja, das war klar. Das wusste ich, das habe ich gesehen. Licht. Okay, das blockt, ne? Einfach Schuss. Bam. Und das Einhorn schon mal weg. Das Einhörnchen. So.
Ich finde sehr schön, wie Haru da noch ein Herzchen zeigt, dass das macht. Die Showtime direkt viel sympathischer nochmal. Und zeigt dann, wie gesagt, auch den starken Kontrast dazwischen, wie sich hier aufgemacht und wie krass sie einfach hier wirken im Metaverse im Vergleich zu, wie sehr so drauf sind beide. Auf jeden Fall sollten wir jetzt in das Zimmer gehen können. Ich weiß, da sind keine Gegner mehr davor, das sehe ich. Ich sollte mal eben heilen, bevor wir weitergehen. Ich vergesse es uns eh wieder. Und dann weine ich bald, wenn ich irgendwann in einem Kampf sterbe, weil ich direkt fast tot reingehe. Das wollen wir ja alle nicht, dass ich weine. So glaube ich, dass wir es nicht wollen, oder? Doch. Ist das ein Witz? Wow. Oder ist hier noch irgendwo ein Geheimgang? Weil das sieht ein bisschen komisch aus halt. Aber das ist auch nur, also auf der Karte sah es ein bisschen komisch aus, meine ich. Na gut. War nur Deko auf der Karte. Wo willst du hin? Ist das dein Ernst, Akechi? Hä? Ist das hier wirklich noch irgendwas? Akechi, hier geht's nicht weiter. Also, echt nicht. Oder will ich hier noch durch? Das geht ja auch nicht, ne? Ach, ich hätte mir das vorher schon angucken können. Wahrscheinlich. Ja, da wollte ich noch eine Keycard für. Ich sehe es schon. Oh, zack. Ja, ich hab schon eine Keycard gefunden. Habe ich? Ich verstehe gerade gar nichts. Wo habe ich die Keycard? Ich passe manchmal nicht auf. Okay, Leute, ich gebe es zu. Manchmal bin ich neben der Spur. Vor allem heute. Ja, vor allem heute. Sage ich jetzt einfach. Aber wie gesagt, ich bin müde aktuell. Alles schlimm, das Leben. Das Leben ist schlimm. Manchmal. So schlimm ist das Leben nicht, keine Sorge. Alles gut bei mir. Oh, hier ist ein Terminal. Vielleicht kann man damit auf die Kundendaten zugreifen. Was? Vielleicht kann damit auf die Kundendaten zugreifen. Okay, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht alles an mir hier heute. So, machen wir ihn fertig. So viele kleine Mini-Boss-Kämpfe in großen Anführungszeichen. Was haben wir nur dieselben Gegner sind wie vorher hier in den Dungeon? Ist doch ein Witz. Oh, okay, nehme ich zurück. Das ist der Gegner, der mich umgebracht hat. Der attraktive Dekolter. Gut, attraktiv, das ist Ansichtssache. Mein Geschmack hier vielleicht nicht so ganz, aber ich will ja auch nicht so gemein sein. Ist ja auch, ne, hat er jeder seinen eigenen Geschmack. So, bist du geschockt? Nein, doch, ach, du bist geschockt, aber das macht trotzdem keinen technischen Schaden, beides. Was macht einen technischen Schaden bei Schock? Ich weiß es nicht. Vielleicht das. Tatsächlich. Bam, und umgehauen. Und bam. Auch der wirkt erstmal nicht so dramatisch gerade. Wirklich nicht. Immer noch geschockt. Technischer Schaden nochmal und nochmal umgehauen. Ja, das war's dann wohl damit, ne? Ja, war jetzt auch ein bisschen gut mit drin. Bisschen, aber war auch trotzdem nicht so schwer. Schön, eine Mitgliederkarte haben wir übrigens bekommen. Diesmal habe ich es mitbekommen, okay. Ja, stand da wohl nur als, kleine Anmerkung von wegen. Hast du jetzt freigeschaltet. Schwerer Flugschaden. Ja, nehme ich doch. Upgrades nehme ich immer gerne mit. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken, was genau ich jetzt rauswerfen will. Was ich noch brauchen könnte und so weiter und so fort. Ja. Ah, aren't those what we're looking for? Oh, there are no names on them. They'll be unusable if they remain unregistered. I can handle that. Kannst du das? Ja, dann mach mal. Okay, first registration complete. I wasn't sure what name to give it, so I just thought of a random one. Taro Tanaka. That's way too simple. Aren't they gonna figure that out? They already know what we look like, and that we've intruded into the palace. Then again, it's probably better to be safe than sorry. Was? Worum geht's? Ja, okay. For this card is a little more elaborate this time. Shinji Nakanomatsu. Good as a kreativ auf jeden Fall. Joker, you can hold on to this card and the map. Don't lose them, okay? As for the Taro Tanaka card, Crow, get rid of it next time you see a garbage can. Why me? These kinds of chores always fall to the newbie. Du unbezahlter Praktikant, du. Oh. Look, I found the perfect exit. Let's hurry up and get out of here. We can also use that elevator now, right? According to the map, it would be quicker to use this path than to go back the way we came. Come, let's hurry on. Hmm.
Was sollte diese Szene uns sagen, ne? Ich finde das halt so geil, wie es halt so offensichtlich ist, wenn es so eine Szene gibt extra, die jetzt wirklich nicht nötig war, dass sie uns gezeigt wurde nochmal extra, wo man eigentlich nichts Spannendes sieht, dann weiß man allein dadurch, dass man nichts Spannendes gesehen hat, meistens, dadurch, dass die Szene trotzdem existiert, dass sie noch irgendwie total krass relevant wird. Unfassbar relevant. Ja, total relevant geht. Ja, aber... So, hier haben wir die Mitgliedskarte schon, ne? Genau, okay. Gut, und damit kommen wir wohl zurück in die Haupthalle. Ja, achso, hier sind wir. Ah, okay. Der Kreis schließt sich. Ich muss auf der anderen Seite hier wieder... Oder hier wieder durch den Lüftungsschacht. Jetzt schon zum dritten Mal. Verdammt nochmal. Langsam gewöhne ich mich gerade durchzukriechen, immer und immer wieder. Und ja gut, kommen wir jetzt hiermit auch direkt mit dem Fahrstuhl weiter? Ich denke mal schon. Ich meine, ich wüsste nicht, wo wir sonst noch lang wollen würden. Es sollte auch Zug funktionieren, wenn wir die Mitgliederkarten scannen, oder? Ich denke schon. Authentifizierung abgeschlossen. Zugriff zu den folgenden Etagen gewährt. Die Standardetage, die Mitgliederebene. Ja, die Manager-Etage wurde nicht erwähnt. Richtig, dafür brauchen wir wohl noch eine andere Keycard. Ist ja auch irgendwie klar gewesen. Also, gehen wir erstmal auf die Mitgliederebene und arbeiten uns dann langsam weiter nach oben. Wie wär's damit? Wäre ja auch sonst ein bisschen zu leicht, wenn wir direkt ganz oben ankommen würden, wo wir hinwollen gerade. Wäre ein ganz schön kurzer Dungeon. Das ist das Problem. Hi, du. Sis! You wanna just get this over with right now, huh? That makes this easy. Bring it on. Do not speak to me as though you are my equal. I am the manager of this casino, as well as its number one player. At the moment, you lack the qualifications to fight me. It would seem she looks down on us. And what if we would like to battle you no matter what? I had to win time and time again in order to reach my number one rank. If you want to face me, you must continue to win as well. Continue to win? It must have to do with the fact that this place is a casino. Correct. Do you have the confidence to win? We might just pull the rug out from underneath you if you aren't careful. I don't expect much from you, but I'll be waiting. Und sie verschwindet wieder. Mit Magie. Ja, wir sind im Metaverse, alles ist möglich, also von daher. This is different from our prior opponents. She'd rather scheme than defeat us with brute force. It's going up. I wasn't expecting to come all the way to a palace only to end up gambling. I've never done anything like this. What about you guys? Tja, es gefällt uns ein erstes Mal, ne? Wir haben auch vorher noch nie gegen Schatten gekämpft, also. Looks like this is going to take longer than expected. We don't got time to waste. No need to worry. Leave this to me. You know how to do this? I'm well informed on what it takes to win. In any case, we need to hurry and change her heart. If she acts recklessly, both her chances of promotion and reputation as a prosecutor will drop greatly. Sai-san didn't used to be like this, did she? My sister must have lost her sense of justice because her desires became distorted. Do you think there was a particular event that triggered her palace's creation? I believe it's related to my father's death. Ja, das würde ich auch erraten, einfach mal. My sister took on all the responsibilities of dealing with it herself. Trying to earn a living wage, gain a promotion in a male society, and uphold justice at the same time. Those things may have weighed her down. And led to the distortion within her heart. Ja, und eine Sache muss halt dabei rausfallen. Und zwar, ja, der Gerechtigkeitssinn irgendwie. My apologies, but we don't have time to be sentimental. The longer we wait, the more people will learn about us. The investigation will advance as well. Hence, we must infiltrate this palace as quickly as possible. She did challenge us to reach her after all. Nijima's treasure must be at her managerial base of operations. Either way, we have to get there.
Also gut, dann lass uns mal ein paar Glücksspiele spielen, ne? Keine Sorge, wir müssen nicht wirklich jetzt Glücksspiele spielen, es wird nur so gesagt. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Situation. Was müssen wir machen? Das sollte ziemlich klar sein, wir müssen im Casino gewinnen. Die Kunden sind je nach Rang auf die verschiedenen Etagen aufgeteilt. Wenn wir in die oberen Etagen wollen, benötigen wir dafür einen höheren Rang. Da müssen wir also gewinnen, um nach oben zu kommen. Und wie gesagt, für jeden Rang gibt es eine eigene Mitgliederkarte. Wir müssen irgendwie an eine Karte für die Hohes Limit Etage kommen. Hohes Limit Etage? Okay. Ich muss überprüfen, was das heißt. Was das hier. Was war das im Englischen? Warum laufen wir hier nicht einfach ein bisschen rum? So kommen wir vielleicht an Informationen. Okay, klar, machen wir das. Machen wir das. Fragen vielleicht aber erstmal hier nach. Der kennt sich bestimmt aus, ne? Konter. Oh mein Gott, nein! Ah! Oh, ich sag doch gar nichts mehr. Ich sag doch gar nichts mehr. Ja, der Konter hat uns jetzt alle aus hier. Schön. Willkommen auf der Mitgliederebene. Wir haben euch schon erwartet. Dann läuft also alles nach ihrem Plan. Ich habe das unglückliche Gefühl, dass wir manipuliert werden. Ach wirklich, Yusuke? Ach wirklich? Erst einmal gibt es ein Willkommensgeschenk. Schön, Chips, 1000 Stück. Er gibt sie uns einfach? Vielleicht will sie uns damit beeindrucken. Sie scheinen auf jeden Fall nicht verlieren zu wollen. Links vom Tresen befindet sich der Würfelspielbereich. Rechts findet ihr die Automaten. Ihr könnt frei nach Belieben spielen. Wir raten Anfängern immer dazu, im Bereich für Würfelspiele zu beginnen. Das ist übrigens ein Plan der Mitgliederebene. Hier, bitteschön. Okay, vielen Dank, dort direkt eine Karte dafür. Dann sollten wir wohl besser mit dem Würfelspiel anfangen. Ja, das war der Plan. Ah, eine Sache noch. Ihr könnt die Münzen hier am Tresen Preise eintauschen. Wir stehen euch dafür jederzeit zur Verfügung. Also mal gucken. Um ein hohes Limit-Etage zu erhalten. Der Preis dafür beträgt 50.000 Münzen. Ja, das ist wohl ein bisschen was. Verstehe, ich glaube, ich habe verstanden, was Saisa damit bezwecken möchte. Ja, das soll Glücksspiele spielen. Ich will, dass wir die Karte bekommen, die wir Münzen im Casino erspielen. Das ist doch absurd, 50.000 Münzen. Ihr könntet euch auch Münzen bis zu eurem aktuellen Guthaben auf der Karte leihen. Ich will doch nicht so einen verdammten Casino Geld schulden. Naja, hier weiter rumzustehen bringt uns auch nicht weiter. Gehen wir jetzt zum Würfelspiel. Ich würde gerne vorher noch was besprechen. Ich habe etwas auf dem Herzen. Auf dem Herzen also, okay? Würfelspiel und Münzautomaten. Es würde mich nicht im geringsten wundern, wenn die Spiele alle manipuliert wären. Aha. Glaubst du, sie bescheißt? Denk doch mal an das Gericht in der realen Welt. Was Gewinnen angeht, ist heiß und sehr speziell. Ja, sie kann auch gerne mal gefälschte Beweise und so weiter verwenden. Also von daher, klar, jetzt wohl hier auch alles tun, um zu gewinnen. Angeklagte in Japan werden zu 99,9% strafrechtlich verfolgt, werden immer schuldig gesprochen. Wie kann so eine hohe Quote möglich sein? Sind all diese Urteile gerecht gefällt? Nein, aber die Ermittler sind ja auch nur Menschen. Dann, die in der Fairness haben schon viele von vor dir angeprangert. Staatsanwälte sind ja beinahe unbesiegbar. Deshalb verursachen Fälle von falschen Anschuldigungen solchen Wirbel. Sind extrem selten. Das ist doch totaler Müll. Wenn man verhaftet wird, obwohl man gar nicht schuldig ist. Ja, das ist wohl wahr. Und wenn wir uns beeilen, dann wird es den von Hundim ebenso ergehen. Ach, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Wir werden gewinnen. Kostet es, was es wolle. Ja, ja, wir werden es zumindest versuchen. Ha? So, hier können wir nochmal speichern eben. Und dann auf zum Würfelspiel. Und na, wenn das Ganze manipuliert wird, dann müssen wir es halt irgendwie zurück manipulieren. Und das Ganze wieder auf unsere Seite umdrehen, quasi. Genau. Okay. Ihr versteht schon, was ich denke. Vielleicht grob. So, wo ist das Würfelspiel? Dieses Würfelspiel. Oh Mann! Das ist also der Würfelspielbereich. Sehr geschmacklos. Ich hasse Würfel. Ja, denke schon. Auch wenn ein normaler Oberschüler ihn anders beschreiben würde. Wir sollten auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß nicht, was für Form magst du, Yusuke? Was für Form bevorzugst du? Welche würdest du als ästhetisch bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Also gehen wir rein. Für Würfel spielen oder für nur zugucken?
willkommen bei den Würfelspielen. Bei diesem einfachen Spiel musst du die Summe von 3 geworfenen Würfeln schätzen. So richtig verdoppelt sich der Einsatz und ein Pasch verdreifacht ihn sogar. Und ein 6er Pasch ist der Hauptgewinn. Egal wie hoch der Einsatz war, er wird dann verfünffacht. Also, klar, spielen wir. Zwischen 11 und 18. Tja, war es wohl nicht. Das Haus gewinnt. Nochmal. Machen wir weiter. 3 und 10, sagen wir da mal, ne? Lass mich raten. Nummer 13. Das ist ein Mist aber auch. Das ist aber ein lustiges Spiel, ne? Also macht schon Spaß. Klar, machen wir weiter. Ich habe das Gefühl, wir können gar nicht gewinnen. Also, natürlich können wir jetzt behaupten, dass wir Pech haben. Ich meine, es ist nicht unmöglich, dass man so viel Pech hat. Ja, aber... ich weiß ja nicht. So langsam kommt mir das alles ein bisschen kritisch hier vor. So viel Pech kann doch nicht mal ich als Toaster haben. Ich gebe auf. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes ausrichten können irgendwo. Hier ist immer noch dasselbe. Naja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es unmöglich ist. Morgana, hast du vollkommen recht. Die Situation hast du schon mal richtig eingeschätzt. Hier ist aber überall nur dasselbe. Also wir können hier auch nicht durch, glaube ich. Nö. Aber hier sehe ich doch was auf der... nee, nicht da. Hier sehe ich doch was auf der Karte. Ja, nämlich genau das hier. Gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Ist das hier das Hinterzimmer? Ja, das ist mal wieder ein Hinterzimmer. Es gibt mehrere Hinterzimmer anscheinend in diesem Haus. Wirklich geräumig, oder? Wenn Troll recht hat, sind alle Spiele hier drin manipuliert. Oh, dann müssen wir sie in Flagranti erwischen. Das wird leicht. Legen wir los. Machen wir das. So, warum sind diese Hinterzimmer alle so riesig? Was ist denn hier überhaupt gemacht? Ja, hier werden Chips transportiert offensichtlich, aber sonst noch irgendwas vielleicht? Irgendwas Spannendes? Irgendwas Sinnvolles? Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Okay, hier geht sogar noch hoch. Mensch, was ist das für ein riesiges Hinterzimmer? Wie gesagt, das zählt es auch noch als Hinterzimmer? Es hat sogar mehrere Etagen. Es hat mehrere Etagen, dieses Hinterzimmer. Natürlich muss man sich auch mal fragen, wofür das jetzt mehrere Etagen? Wofür sind all diese Gänge überhaupt da? Die alle irgendwie nur im... ja, irgendwie ein riesiges Labyrinth einfach nur bilden, was überhaupt keinen Sinn ergibt, als irgendeine ansatzweise realistische... mit einer ansatzweise realistischen Umgebung Gott reden kann ich auch nicht, aber gut, auf der anderen Seite kann man alles dadurch entschuldigen, dass das alles keine realen Gebiete sind. Das ist halt das Gute noch in diesem Fall, in diesem Spiel, an den, ja, Dungeons. Die müssen keinen Sinn ergeben. Es muss keine sinnvollen Gänge geben, die alle, wo sich jemand was bei gedacht hat, weil es halt keine realen Orte sind, sondern nur Manifestationen von Begierden und bla 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 bla. Ja, von daher... Lass das gelten. So, ich habe jetzt irgendwas geskippt. Kann ich jetzt hier irgendeine Belohnung mitnehmen dafür, dass ich das geskippt habe? Oder was habe ich geskippt? Ich bin jetzt extra dem Gegner da vorbeigesprungen, oder? Oder was sollte das hier alles? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bin ich denn jetzt wo? Ach, das musste. Ich musste sogar hier hin. Ich glaube, ich musste hier sogar hin. Okay, ich habe jetzt gar keine Abkürzung mehr so gefunden. Das war nur wieder Deko quasi, dass man jetzt hier hoch... ja, sich hochgezogen hat, anstatt dass man halt irgendwie die Treppe wahrscheinlich hochgelaufen ist oder sonst was. Was weiß ich denn? So, ein starker Gegner. Wer bist du? Was bist du? Was hast du zu bieten? Okay, du siehst quakende Schattendame. Ist das ein Frosch? Was? Sieht schick aus jedenfalls. Gefällt mir total. Schattendame? Ist vielleicht ein Licht an... nein, okay. Bist du nicht? Schade. Ist vielleicht ein Blitz? Ist auch hell? Schade, auch nicht. Ich habe hier kluge Ideen, oder? Ich meine, meine Argumentation ist nicht lückenhaft. Ist lückenfrei. Oh Gott, da haben jetzt alle Angst hier. Also fast alle. Okay, schön. Bitte nicht. Hör einfach auf. Stinkatem. Auf zu stinken. Hau drauf. Oh, komm, hör auf. Hör auf. Fuck. Das war der erste Tod, glaube ich. Ich glaube, das war mein erster Tod gerade. Also abseits von dem Boss halt. So, bei normalen Gegnern war das, glaube ich, mein erster Tod, oder? War nicht? Schön.
Haben wir das auch mal gesehen? Na gut, hier ist auch noch was. Habe ich jetzt gerade vielleicht... Nein? Habe ich gerade einen ganz anderen Weg gefunden? Oder ist das derselbe? Nee. Jedenfalls haben wir auch den starken Gegner wieder, also ja, versuchen wir es auch nochmal. Diesmal vielleicht ein bisschen vorsichtiger, ist auch okay. Ich weiß nur gerade nicht, wo wir sind. Aber das finde ich vielleicht noch heraus. Vielleicht, hoffentlich. I guess. Ja. Ich dachte, vielleicht habe ich jetzt hier den Weg zum ersten der Secrets gefunden. Aber das ist, glaube ich, auch nicht. Okay, das macht ein bisschen Schaden. Das ist ganz okay bei dir tatsächlich. Ja. Licht hatten wir auch schon ausprobiert. Na ja, klar, hatte ich. Dunkelheit. Das war auch nicht sein. Aber ja, doch, dachte ich mir. Er gibt auch eigentlich Sinn. So, dann. Blitz. Ach, hatte ich auch schon. Fuck. Aber hey, Schock. Schock ist super. Und dann technisch direkt. Boah, das war gut Schaden. Das war wirklich gut Schaden gerade mal. Du kannst. Leben machen. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr buffen hier. Großartig jedenfalls. Kann mich vergessen lassen am besten noch. Okay, ja, nee, geht nicht. Ah, böses Lächeln. Ah, okay, immerhin hab nur ich diesmal Angst. Ah, cool. Bitte auf. Stinkarte auch noch. Ja, mach einfach alles drauf. Ja, deine Redemption, bitte. Hast du nötig auch gerade mal. Fuck. Ja, bitte mach irgendwas Cooles. Aktive Hilfe ist super. Mach richtig aktiv. Das ist nicht, was ich wollte. Ich würde mich gerne heilen. Ich wollte jetzt auch Angst, aber wahrscheinlich mache ich jetzt sowieso nichts gleich. Nee, das will ich jetzt nicht. Nee, auch nicht. Ich will ein bisschen... Ja, das reicht, glaube ich, gerade für mich. Hatte ich sowieso zu viel Angst. Okay, schade. Blöd. Ach, fuck, ne? So, jetzt. Ich glaube, es reicht, um nicht zu sterben. Mal eben. Das ist doch alles, was ich will eigentlich. Nicht sterben einfach. Einfach nicht sterben. Du machst nichts Doofes jetzt. Okay, ich bin ausgewichen. Bam. Wie oft bist du denn immer dran? Warum bist du immer mehrfach drin? Das ist doch nicht fair, ist doch nicht gerecht. Das darfst du nicht. Das ist gegen die Regeln des Spiels. Habe ich entschieden jetzt, was die Regeln des Spiels sind, aber... Ich bin doch immer noch... Hab immer noch Angst. Ja, ich weiß. So. Schaden. Zieh einfach um, bitte. Ja, mach das zu Ende. Den Gegner mag ich nicht übrigens. Das möchte ich jetzt euch mitteilen. Den Gegner finde ich nicht so spaßig. Habe ich jetzt entschieden. Müsst ihr bitte auch so sehen. Wenn ihr eine andere Meinung seid, dann akzeptiere ich diese Meinung jetzt nicht. Ab jetzt. So. Level Up ist immerhin dafür eine ganze Menge. Okay, das hat sich wohl doch gelohnt. Kann ich dem Gegner gar nicht mehr so übel nehmen, das Ganze. So, Todeswunsch. Den habe ich auch gerade. Ein bis zweimal bei allen Gegnern. Mhm. Ja, hier nimm mal, ne? So, tödlicher Zorn. Was kann der? Der körperliche Schaden bei einem Gegner. Oh, heftig ist super. Ich brauche ein bisschen... Ruhe beim Lesen der Skills, weil ich bin wirklich müde. Das tut mir sehr leid. Ja, dass ich nicht so die unterhaltsamkeit Person heute vielleicht bin. Verteidigung aller Verbündeten. Ey, das ist ja super. Nee, warte mal, das brauche ich ja gar nicht. Och, ist ja doof. Will ich das jetzt haben? Sie hat das halt schon, ne? Als Accessoire, aber vielleicht kann ich das Accessoire ja dann ablegen, ne? Also, kann man auch mal so sehen. Oh Mann. Ja, dann weg damit. Ja. Bald ist es wahr. Wirklich jetzt einfach. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das ist das, was ich mich gerade frage. Joker? Ich höre eine Truhe, das ist schon mal cool. Ganzer Stein. Wie ist das jetzt? Selbe. Nee, das ist ein anderer Gang. Aber ich will nicht nochmal dagegen kämpfen. Lass mich doch in Ruhe, du Dreckswier. Ich soll mal heilen übrigens, bevor ich da reinrenne. Das wäre vielleicht mal eine sinnvolle Sache. Ich sneak mich gerade vorbei. Ich warte jetzt, bis er abgehauen ist und dann geh weiter. Ist ja auch ein Stealth-Spiel quasi, ne? Bis hier manchmal. Ja? Ja, doch. Sehen wir alle so. Wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich jetzt immer noch auf der unteren Tasche oder bin ich jetzt. Nee, also ja, ich bin wieder auf der unteren Tasche, nur ganz anders. Also bin ich jetzt schon da, wo ich hin will? Oder mache ich gerade einen unfassbaren Umweg?
um vielleicht noch irgendwie eine Truhe oder so zu finden oder irgendwas zu finden. Ich glaube, hier will ich hin. Scheiß auf alles, was hier noch sein könnte. Ja, scheiß auch auf den Gegner, der gerade mit mir hinterher rennt. Ich gehe jetzt hier raus. Ich glaube, ich bin jetzt schon an der richtigen Stelle. Schön. Okay, bin im Kontrollraum. Das ist alles, was ich wollte. Wir manipulieren jetzt hier. Lass uns zuschlagen. Solange du nicht so schlimm bist wie der rot leuchtende Gegner, ist mir das alles recht. Ja, nee, du bist ein wandernder Erwecker. Wandernde Erwecker sind eigentlich recht sympathisch. Die Wanderer sind nett, die wandern, die gehen. Aber jetzt aber weg. Muss ich nicht gegen sie kämpfen, das würde mich am meisten freuen. Ah, okay, und Licht ist anscheinend auch schon schwächer gewesen. Ja, Crow sieht super aus, ich weiß. Er ist großartig. Ich finde es sehr passend, dass wir Crow hier in einem Casino dazu bekommen als Charakter. Das würde Crow bestimmt gefallen, der Armbrust. Deswegen, es passt alles zusammen, Sorry, ich kann das nicht übersehen, leider. Ich kann das leider nicht übersehen, diese offensichtliche Parallele, die definitiv Absicht ist. Mhm, ja. Ich sag's nur Spaß, keine Sorge. So, das war doch schön, das war doch angenehm. So können doch alle Kämpfe eigentlich aussehen und nicht so wie das, was wir da gerade hatten. Nee, also, dieser komische Frosch. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock mehr drauf ab jetzt. Und vorher hatte ich auch schon keinen Bock drauf. Wir müssen den Betrug jetzt stoppen. Los! Was? Das ist eine Idee? Wirklich? Okay. Meinetwegen. What do you want to talk about? I've devised an easier way of doing this. A way to get all the coins we need. All of them in here? Is that even possible? It is now. I've deduced how to win the games. Okay, Akechi, erzähl mir mehr davon. How about something like this? Genau, wir werden alles zu unserem Vorteil nutzen, um das Spiel zu unserem Gunst zu manipulieren. Das übernehme ich, das wird ein Kinderspiel, ja, mach mal. Ja, ja, wir müssen ja nicht über Fairness nachdenken, es geht ums Gewinnen. Ich bin dabei, für einen Noob kommandierst du ziemlich rum. Ja, ist in Ordnung, macht er gut, ne? Er hat immer gute Ideen. Okay, wie Crow gesagt hat, habe ich einen Raum zu unserem Gunst manipuliert. Okay, da müssen wir wohl in den Raum reingehen. Ich habe unseren Raum auf dem Plan markiert. Es sollte nur dort gespielt werden. Außer wir wollen das Spiel fair spielen. Ich meine ja nur. Aber gut. Gehen wir mal dahin zurück. Komme ich dahin zurück oder muss ich... Ich muss nochmal hier durch jetzt, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal den Weg zurück. So schlecht. Okay. Dann gehen wir doch nicht da durch. Hallo? Das ist eine Abkürzung, die ich sehe. Bin ich blind? Oder habe ich noch gar nichts gemacht hier? Oder verstehe ich alles falsch? Möchtest du von mir... da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Ach, so ist das also. Na gut, den habe ich jetzt nicht gesehen, das tut mir leid. Aber man muss ja auch nicht mal alles sehen. Manchmal sucht man halt auch Lüftungsschächten, wenn man einfach einen normalen Gang vor sich hat. Passiert den besten Mal, ne? Und ich bin definitiv der Beste. Allgemein. Ganz allgemein. So. Ich kenne das Spiel. Spielen mit 125 Münzen. Los. Zwischen 11 und 8. Und wir bekommen... Bam! Hauptgewinn. Du bekommst 625 Münzen. Ja, würde ich gerne nochmal machen. Natürlich. Zwischen 3 und 10. Und gewonnen. Das dauert trotzdem ziemlich lange. Irgendwie. Aber was für ein Glück ich jetzt mit sich habe, ne? Unfassbar irgendwie. Nach so einer langen Pechsträhne. Was? Noch so ein hoher Gewinn? Du bekommst 625 Münzen. Wir können noch einmal spielen, oder? Machen wir weiter. Heißt gerade, wo wir so eine Siegesträhne haben, ne? Würde ich auch nicht einfach aufhören wollen. Aber ich glaube, die kommen uns langsam auf die... Schliche, so heißt das, nicht Striche. Schliche. Wir haben was wir brauchen. Und scheiße, wie es weitergeht, Joker. Ich dachte, wir wären nicht fertig. Sollen wir woanders hingehen? Aber wir haben noch nicht mal ansatzweise genug Münzen. Was soll das denn? 50.000! Nicht 2.175? Ich sag ja nur. Ja, wir haben viel gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Haben wir unser Ziel erreicht? Nein, nicht mal ansatzweise. Das reicht vielleicht immer noch nicht. Vielleicht, auf jeden Fall noch nicht. Hast du echt vor, jede letzte Münze hier abzustauben? Das war nur ein Spaß. War ein wenig mehr Kleingeld wirklich nicht schaden könnte, hm?
Warte hier, Skull, komm du bitte mit mir mit. Warum ich? Weil ich hier der Stratege bin, oder nicht? Bist du das? Also eigentlich war Marco dafür zuständig. Okay, okay, okay. Gut, dann mach das halt. He was right. That was amazing. It was like magic. I could totally get addicted to this. Where are Crow and Skull? Sorry about the wait. Wow. So heavy. Schön. Schön. This is amazing. Wir haben 5.975 Münzen jetzt. Ja, toll. Das ist immer noch nicht mal andersweise genug irgendwie, weißt du? Aber vor allem, dafür hat er jetzt so einen Sack mitgebracht. Wirklich, so einen riesigen Sack. Nur, damit wir fast 6.000 haben von den 50.000, die wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viele wir hinterher mit uns rumschleppen sollen, bitte. Wenn das in dem Tempo weitergeht. So, ich gehe es mal speichern. Nochmal. Eventuell, dann machen wir natürlich noch weiter. Also, bleiben noch die Slotmaschinen. Vielleicht kann man da ja einfach wesentlich mehr Geld verdienen. Hoffentlich. Das andere war ja auch quasi für Anfänger gedacht. Willkommen im Automatenraum. Bei diesem Spiel musst du die Form auf den rotierenden Zylindern in Einklang bringen. Wir sind hier, um Geld zu verdienen, nicht um deine Spielchen zu spielen, aber wir wollen das Geld mit den Spielchen zu verdienen tun. Genau. Das ist mir wohl bewusst. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Erlaubnis, hier jeden Einzelnen vielleicht zu töten. Aber das funktioniert doch nicht. Das ist. Was soll das denn? Wie unfair. Aber gut, okay. Wenn du so mit deiner Kundschaft umgehen willst, meinetwegen. Können wir halt nichts verdienen. Also ja, schon richtig. Außerdem gebe ich zu, wir haben geschummelt. Wir haben geschummelt. Durchaus. Okay, Wind. Wind ist blöd. Oh, er macht auch gut Schaden tatsächlich. Wow, okay, okay, nett. Licht. Nee, Resistenz sogar. Okay. Okay. Guck mal, ich kann das erste machen, Hä, das ist nicht das, was ich... Das ist doch Bullshit, das ist doch gar nicht das, was ich gerade... Nein. Halt alle gewöhnlich, das weckt ja alle Verbündeten? Hä? Jetzt kann man das also zwar ausgerüstet. Oder schon gerade noch was anderes. Schon gerade, dass ich eine Barriere bilden kann, die einen Angriff absorbiert. Das ist doch gar nicht das, was ich machen wollte. Was für ein Blödsinn. Na gut, dann halt nicht. Jetzt kann ich halt den nächsten Angriff einfach absorbieren, weil dann würde mich das wieder heilen und dann wäre ich nicht mehr in Gefahr. Aber nein, so halt nicht, dann halt nicht. Mano, Mano. So, heil uns mal. Vor allem mich halt, aber gerne alle anderen, wenn du schon dabei bist. Okay, das war nicht so angenehm physisch. Gebe ich zu. Hau drauf. Ist auch noch eine Möglichkeit natürlich. Na gut, jetzt mittlerweile ist mir die Schwäche, glaube ich, auch egal. Wind wird es wohl nicht sein. Blitz. Hast du eine Schwäche? Das sind immer die Fragen, die man sich nach der Zeit halt stellt. Also ich jedenfalls persönlich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stell mir die Frage nach der Zeit doch immer mal wieder. Hat das überhaupt einen Sinn hier, dieses ganze Rumprobiere, oder sollte ich einfach mal Buffs nutzen und die Zeit anders nutzen, ne? So, halt nach dem Kampf 1% der SP von den Einsatzmitgliedern. Ja, von Ersatzmitgliedern sogar. Oh Gott, ja, mein Gott. Gibt Besseres. Also SP sind nicht so knapp, dass ich das unbedingt brauche. Warum haben die Gäste um uns herum nicht auf den Kampf reagiert? Ja, weil die andere Probleme haben. Die sind doch fixiert auf ihr Spielchen. Das liegt wahrscheinlich an Sans Wahrnehmung der anderen Leute im Gerichtssaal. Interessieren sich also gar nicht für das Ungerechte, was alles passiert, ja? Die interessieren sich nur, weiß ich nicht, dafür, dass sie anwesend sind. Vielleicht meint sie, alle seien nur ihr eigener Sieg wichtig, aber nicht die Bedürfnisse der anderen. Ja, genau das. Genau das meinte ich gerade. Okay, auf jeden Fall kommen wir jetzt ohne weiteres in den Automatenraum. Wir sollten uns umsehen. Auch wenn ich bezweifle, dass uns in diesem betrügerischen Casino irgendwo ein fairer Kampf erwartet. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, geht es nicht mit rechten Dingen zu irgendwie. Oh, da sind verdammt viele Automaten. Die sind sicher alle manipuliert, damit wir verlieren. Dann sollten wir uns erstmal damit befassen, oder? Nein, wir sollten uns hier erst weiter umsehen. Automaten mit höherem Gewinn stehen oft leicht versteckt. Wenn wir die Manipulation schon aufheben, dann eher bei so einem Automaten, oder? Das klingt wirklich klug, weil wir wollen ja viel gewinnen. Wir brauchen nämlich noch viel Geld. Wir wollen unser Geld noch verzehnfachen, tatsächlich. Das ist ein schickes Outfit, das du da trägst. Oh, und dann verwandelst du dich einfach in einen Mann mit einer Weinflasche, okay? Meinetwegen. Ich meine, was soll man das sagen? Dass die Frauen hier nicht selber kämpfen können und nur Männer um Hilfe rufen können? Dann haben wir doch so schöne, ja, Beispiele in unserem eigenen Team dafür, dass Frauen auch kämpfen können, tatsächlich, ja?
So, das ist wohl versperrt, das sehe ich tatsächlich. Das sind Laser vor. Die Tür ist versperrt, das weiß ich nicht. Die kann auch ruhig offen sein, nur wir kommen halt nicht dran. Was soll man machen, ne? Wenn es denn so aussieht, wenn es so aussieht. Oh, was? Was? Oh, fuck. Wait, what? Geiselnahme. Ja, das war auch noch ein Feature. Stimmt, ich erinnere mich wieder daran. Ich weiß auch schon, wie das Bild da unten rechts aus dem ersten Palast halt ist. Weil, könnte ja sein, dass das halt im ersten Palast passiert. Bis zum sechsten Palast-Spiel. Das ist mir noch nie passiert bis jetzt. Ja, jetzt müssen wir sorgen, dass Akechi wieder zurückkommt. Okay, du gewinnst. Ja, da hast du meine SP. Schade. Kommt der Akechi zurück. Ich will halt eigentlich nur fliegen gerade. Ich will eigentlich nur, dass das hier alles vorbei ist, damit wir fliegen können endlich. Weil ich bin gleich tot. So. Das ist eigentlich alles, was ich tun will. Lass mich bitte einfach gehen. Verschwinde Ball. So, danke. Tschüss. Tschüss, das war nicht schön. Das hat keinen Spaß gemacht. Nee, war blöd. Ich hab aus Versehen Kreis gedrückt. Ich wollte das nicht. Das war nicht der Plan. Aber habe ich getan und dann waren plötzlich die Gegner direkt neben mir und das war nicht das Klügste, was ich getan habe heute. Wie ich so schön regelmäßig sage, ist ja so mein Standardspruch irgendwie, ne? Aber ist halt auch so. War wirklich schlau, was ich heute getan habe. Kreis zu drücken in dem Moment. Das war auch nicht klug. Aber. Okay, war auch nicht das Klügste, aber war auch nicht das Dümmste halt, ne? Also, das war so im Mittelbereich. Und, oh, das ist auch nicht der richtige Raum, wo ich wohl rein will gerade. Der kannst du mit Geld nur so um sich. Gib mir das Gefühl, dass er eine Glückssträhne hat, bevor du ihn in der letzten Runde verlieren lässt. Mit allem. Ach, was sind wir ausgegangen? Ja, das überrascht mich auch nicht mehr. Das überrascht mich auch nicht mehr. Dass mit allen hier so umgehen, dass Sai auch mit allen so umgeht. Wie auch sich das jetzt genau auf Verbrechen beziehen lässt. Eine Glückssträhne. Ist das ein Terminal? Kannst du mir herausfinden, wie du hier manipuliert wird mit Oracle? Das ist auf Standby. Okay, dann will ich vielleicht noch gar nicht hin gerade. Ich glaube, ich will ja auch wirklich noch gar nicht hin. Ich glaube, ich muss erst wieder hin. Ja, ich erinnere mich noch daran. Ich erinnere mich noch hier dran. Ja, toll. Was will ich denn hier überhaupt? Das ist die Frage jetzt gerade, ne? Das ist jetzt natürlich gerade die Frage. Ich glaube, ich bin jetzt schon einfach an Orte gegangen, an die ich noch gar nicht will eigentlich. Na gut. Ist überhaupt jetzt hier noch irgendwas? Hier kann ich auch noch rüber. Oh. L1. Wo gehe ich gerade hin? Oh, hier zum Beispiel gehe ich hin. Okay, das ist jetzt die Frage. Ist das der erste Samen? Weil das kommt jetzt schon wieder sehr, sehr spät vor halt. Na, gucken wir mal. Nehmen wir den jetzt mal dankend an mich. Und ist der zweite nämlich. Ist der zweite schon. Ah, gut, ich suche den ersten nochmal irgendwann, aber nicht jetzt, nicht heute. Beim nächsten Mal dann, also vor dem nächsten Mal am besten, oder? Mal sehen, wann genau. Jedenfalls werde ich natürlich nicht hier lassen, keine Sorge. Da will ich gar nicht erst mit anfangen. Bin ich jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Das war wirklich gerade sehr, sehr unübersichtlich alles. Holy shit. Was ja nicht mal schlecht ist eigentlich. Ich freue mich ja, wenn es nicht immer alles so linear ist, man nur einen Weg lang gehen kann. Und das war in diesem Fall auf jeden Fall nicht der Fall, nur, wie ihr vielleicht schon heute merkt, ich kann sehr viele Sachen gerade vorbei, weil ich müde bin. Das muss der Hauptsaal der Automaten sein. Wow, der Automat da hinten ist ja riesig. Den müssen wir uns mal anschauen, Joker. Ich habe mir halt vorher eine Stelle rausgesucht, bis zu der ich machen will. Aus Gründen, die ihr dann bald sehen werdet, sobald wir halt an der Stelle angekommen sind. Deswegen möchte ich dann bis dahin auf jeden Fall heute noch kommen, bevor ich mich dann danach gleich ausruhen gehe ein bisschen und hoffentlich beim nächsten Mal dann nicht mehr so müde bin und mich dann vielleicht auch wieder ein bisschen besser umgucke. Wäre wünschenswert, nicht wahr? Verdammte Scheiße, das Teil ist ja riesig. Und eine Partie kostet 5000 Münzen? Was denn so viel, aber dass wir über 5000 Münzen haben, nicht wahr? Moment, Kirschen bringen 5000 Münzen. War 10.000 und eine 777 bringt 50.000? Was wollen wir denn wohl erreichen? Wir gewinnen, haben wir es geschafft. Aber ein hoher Gewinn bringt ein hohes Risiko. Aber unser Ziel ist immer noch die Mitgliederkarte für die hohes Limit-Etage. Ja, hohes Limit-Etage. Das klingt so dumm. Es wäre am sinnvollsten, wenn wir diesen Automaten irgendwie nutzen. Darf ich raten? Wir sollen erst die Manipulation unterbinden. Er ist bestimmt auch manipuliert. Ja, das ist gerafft. Dann sehen wir uns mal um. Hoffentlich werden wir fündig und erfahren noch mehr über den Automaten.
Vielleicht befinden sich hinter dem Ding ein Terminal. Versuch es doch mal da, Joker. Okay, mache ich. War sowieso der Plan. Also hier hoch direkt, ne? Gott, aber das Ganze, was davor war, wirklich nur ein riesiges Labyrinth? Warte mal. Mal zurückgehen. Mein Gott, das ist wirklich, wirklich unübersichtlich gewesen hier alles. Und natürlich, wenn man jetzt nochmal genau hinguckt, eigentlich ist es gar nicht mehr so viel. Ich hatte absolut keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe und vielleicht war es doch eher linear, aber es kommt halt nicht so linear rüber irgendwie. Wie es in den anderen Dungeons gewirkt hat. Ich finde Dungeon aber auch sehr, sehr cool, okay. Ja doch, ich verstehe auf jeden Fall, warum ich es gemocht habe. Unter anderem einfach nur aus Ästhetikgründen. Das ist ein großer Teil auf jeden Fall davon. Aber, und die Musik halt auch, natürlich. Wahrscheinlich sind das die Hauptsachen. Und natürlich, dass man den Chips und so ist halt eine coole Idee, auch wenn es halt nichts game-technisch ändert. Ist halt einfach eigentlich nur, ja, wirkt wie eine kleine Auflockung, aber eigentlich ist es genau dasselbe, was man sonst auch macht, nur dass jetzt da die Chips angezeigt werden, die nichts zu bedeuten haben. Außer, dass man jetzt hin und her laufen muss, um die zu sammeln halt. Keine Ahnung. Ich sehe, sonst müsste ich wirklich irgendwelche Minispiele oder so spielen, dann wäre es halt was Interessantes, na klar, aber hey. In diesem Bereich scheint es verschiedenfarbige Steuertafeln zu geben. Ich brauche die roten und grünen Tafeln, dann sollte ich das deaktivieren können. Wo finden wir diese Tafeln? Reden hier schließlich über mich. Ich keine Ahnung, wo sie sind. Eine ist sicher beim Eingang und die Verbindung führt dahin. Die andere sollte im Personalbereich sein. Da kann ich nichts dazu nicht sagen. Eingang zu den Automaten und hinten im Personalbereich. Wir müssen sie wohl suchen. Beeilen wir uns mal, erledigen das. Ja, erledigen wir das mal eben. Das andere Terminal haben wir ja schon gefunden. Das andere, was ist der Personalbereich und was ist der Eingang? Ich verstehe es selbst nicht so ganz. Ich verstehe es persönlich nicht so ganz. Aber Eingang wird wohl der Anfang sein. Naja, das ist logisch. Und das andere, wie gesagt, haben wir schon gesehen. Auf dem Weg hierhin. Ah, hier, rot. Sieht rot aus. So. Nochmal. Ist deaktiviert. Jetzt mal zur grünen Tafel. Wie gesagt, die hatten wir schon gesehen, tatsächlich. So, das hier müsste der richtige sein, oder? Die ist gelb. Was? Es ist nicht die richtige. Oh, fuck. Fuck, dann war es irgendwo versteckt. War es hier? Oh, 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 oh. Hier ist was Neues. Hier ist irgendwas zum Hochziehen. Oder war ich da auch schon? Nee, hier ist, ein anderer Weg. Statue, okay. Das war nicht, was ich erwartet hatte. Ha. Wurde ich doch glatt ausgetrickst. Und ja, ich höre Herzschlag. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich gerade sehr hohe Prozentzahl habe. Tatsächlich mal, zur Abwechslung. Was mir nicht unbedingt gefällt, aber hey. Man kann nicht immer alles haben, was einem gefällt. Das Ding ist, das ist nicht die Tafel, die ich wollte anscheinend. Ja, das ist blöd. hier ist... Okay, ich dachte, hier wäre nur eine Truhe. Aber, nein, never mind. Ist auch direkt der grüne Bildschirm. Okay, ich bin zufrieden. So, und was jetzt? Oracle, können wir auch bei den Münzautomaten die durchschnittliche Siegquote manipulieren? Das System also wie beim Würfelspiel zu unseren Gunsten nutzen. Wie kommst du auf diese kreative Idee? Ja, komm schon, Leute. Ist doch wohl offensichtlich gewesen, oder? Dass das der Plan ist. So. Im riesigen Automaten gibt es trotzdem noch eine Chance von 8 zu 2. Keine Garantie, dass es klappt. Dann verlieren wir also bei 2 von 10 Spielen, das ist ziemlich beunruhigend. Das sollte klappen. Ja, denke ich auch. Komm, Leute. Ein bisschen Glück werden wir wohl haben. Ohne Umwege hingehen, bitte. Vielen Dank. Bitte skip das für mich. Wo bin ich jetzt? Achso, hier. Ach, das sind immer noch Gegner. Das ist nicht ohne Umwege. Ja, das ist mit leichten Umwegen. Wobei leichte Umwege noch, denke ich, annehmbar sind. Aber ich habe halt wirklich hohe Prozentzahl und ich will nicht kämpfen trotzdem. Also muss ich jetzt gerade mal wirklich ein bisschen in den Stealth-Modus gehen. So, das war gefährlich. So, schaffen wir schon, Leute. Überlass das mir, ein Profi. Achso, muss ich drücken wirklich? 7. Los, 7. Und 7. Du bist aus dem Münzen, ne? Du bist wirklich einzigartig, Joker. Ich war. Wieso? Hä? Also. Wir hatten 80% Siegeschance. Bin ich einzigartig? Wirklich nicht. Ich wäre einzigartig gewesen, wenn ich verloren hätte. So, damn. Wow, das sind einfach viel zu viele Münzen. Ich weiß auch nicht, wie wir sie mitnehmen sollen. Also, naja. Was? Bei wem?
Kein Wunder, dass die Kunden auf so einen Tumult reagieren. Wir sollten gehen. Aber was mit den Münzen? Hier ist eine Schau. Der Betrag wurde schon auf unsere Karte gebucht. Ach so. Ja, Ryuji, tut mir leid, du bist ein Vollidiot dafür, dass du die ganzen Münzen im riesigen Sack mit dir rumgeschleppt hast. Ob wir den Automaten nochmal benutzen können? Du hast noch mehr Münzen? Ich glaube, wir haben jetzt genug. Ja, das ist immer besser. Aber wir haben mittlerweile genug Münzen und können gehen. Ja, also von daher, 50.000 wird wohl reichen. Zurück. Ich will direkt, ohne Umwege, zurück tatsächlich. So, aber trotzdem war das ein schöner Abschnitt an sich. Also, will ich mich gar nicht darüber beschweren an sich. Genau. Ach, zum Tresen jetzt plötzlich, nicht zum Konter? Ich dachte, wir wollen zum Konter gehen. Na gut. Entwegen. Aber ich kann mir auch Soma und so kaufen. Stell TTP und SP ab. Das war Soma. Kaufe ich. Ja, nehme ich mit. Danke. TP wieder her. Ich auch mit, tatsächlich. So. Gut, dass wir das geklärt haben. So, und das ist natürlich sowieso das, die hoheste Limitkarte. So. Und damit fahren wir jetzt nochmal eine Etage höher. Jetzt wirklich? Ist da noch ein Gegner? Ich würde gerne... Moment mal. Moment mal, ne? Okay, ja, komm, gehen wir rein. Gehen wir rein. Kriegen wir hin. Den klopfen wir weg. We merely followed your rules. I bet you. Even with the rules defy, Victor. It appears both the Sai-san of the real world and that of this world are at their wits' end. I think our guests will be leaving now. You're the only one who's gonna be leaving, Black Suit. Things would have been so much simpler if we could do this from the start. Oh, schick, 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 schickes Design. Ja, Zeit ist, glaube ich, kein Element in diesem Spiel, tatsächlich, unfairerweise. Von daher weiß ich nicht, was ich noch mehr sagen soll, aber ich würde sagen, vielleicht aber auch Licht oder Dunkelheit könnte gut passen, also, weil es sind Engel, ne? Also wahrscheinlich gewesen in Dunkelheit. Und das sind halt Anti-Engel, weil sie so böse sind ja trotzdem, ne? Aber na gut, hat auf jeden Fall schon mal nicht geklappt. Wie ist mit Licht? Dagegen sind sie resistent, okay. Also es sind schon mehr Engel als Teufel offensichtlich. Okay, und das war's auch schon damit. Also das war lächerlich, wow. Das war wirklich, wirklich lächerlich. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich absolut nicht. Ich habe schon einige Sachen durchgemacht, die mir nicht so viel gefallen haben, nicht so wirklich gefallen haben. Von daher, wenn ihr es mir leichter machen wollt heute mal, gerne. Nehme ich an. Elektroboost nehme ich auch gerne an. Nutze ich eh nie, also meinetwegen. Masukaya. Ja, nimm das. Damit weg. Schön, noch ein paar Sachen geupgradet hier. Sagst du. Are you serious, sis? Why won't you answer me? Mako-chan. Don't think such a petty trick could defeat me. So ein windiger Trick. I may have to acknowledge your skills. So viel Wind habe ich gar nicht genutzt, glaub mir. She thinks the trials which shape the outcomes of people's lives are nothing more than gambles? I wish I didn't have to hear that from Sai-san herself. Sis is completely distorted. We have to stop her quickly. Klar, wir packen das schon. He's right. I'm sure we can do it. There's no time to waste. She mentioned something about a manager's floor, right? Let's try heading up there. We'll change Nijima-san's heart for sure. Ja, aber noch haben wir dafür keine Karte, eh? Erstmal geht es jetzt weiter auf die Who's the Limit Etage. Genau. So, that means... yeah. So, fahren wir erstmal dahin und mal gucken, was da so auf uns wartet. Wahrscheinlich eine weitere Chipsjagd. Genau. Aber erstmal. Out of the way. Eine verschlossene Tür vor uns. Beyond this point is the High Limit Floor. Do you have a reservation? I said, out of the way! We shouldn't cause a scene. Do you have a reservation?
It seems there is some kind of requirement we must meet before we can access this high limit floor. Even though we got the coins? It must be related to my sister's cognition in some way. I can't imagine how, though. Her cognition. Essentially, Sai-san needs to think of us as being allowed to enter, correct? Huh. Well, this casino is the courthouse in reality. So that floor must be a place only authorized personnel are given access to. I would say it has to be the courtroom. You really are an ace detective. He's come to understand the workings of the cognitive world so quickly. Well, I was just like that too, right? Ja, Ryuji, ja. Ja, ja, definitiv. Auf keinen Fall. It took you ages to get it, Ryuji. I just got a different sense of time, that's all. Ja, das ist jetzt eine gute Ausrede für was auch immer genau. Was willst du jetzt gerade beweisen, dass du so klug bist wie Akechi? Nein. Also nein, geh drauf. How are we going to get into the courtroom? Ryuji, go piss off the police. Das ist nicht so schwer, glaube ich, für ihn tatsächlich. Hell no! We just need to attend a trial. Still, how are we supposed to know which trials my sister will be attending? Ich weiß nicht, du bist ihre Schwester. Leave that to me. I have some connections that come to mind. Oder so, das geht natürlich auch. I'll contact you once I manage to arrange a time. We should return to the real world for today, though. Well, see you all at the courtroom. Wir sehen uns vor Gericht, verdammt nochmal. Zeig euch alle an. Also ja, dann können wir jetzt gerne nämlich gehen. Das war der Grund dafür, dass ich das noch machen wollte eben. Wir können nämlich jetzt zurück in die normale Welt gehen, wobei ich nämlich sowieso noch umgucken wollte, ne? Okay, ich bleib noch hier. Wir beenden jetzt hier den Part. Beim nächsten Mal gehen wir zurück in die reale Welt. Und ja, gehen dann wahrscheinlich in den Gerichtssaal, versuchen da irgendwie reinzukommen. Ich gucke jetzt noch nach dem einen Samen, zum Beispiel, den ich hier noch übersehen habe. Gehe noch mit dem Fusen wahrscheinlich auch, weil da habe ich jetzt auch gerade den Fusionsalarm und so weiter und so fort. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann wahrscheinlich mit der zweiten Hälfte des Dungeons weiter. Bis dahin. Ciao.